Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Dann gehen wir zur Puppe. Ich glaube, die schläft. Willkommen da. Ich muss eingenickt sein. Was wünscht ihr? Jäger haben mir von der... Achso, okay. Habt ihr mich nicht so erschafft? So, dann geht es wieder zurück zur großen Kathedrale. Ich habe noch zwei Bosse, die ich noch nicht gemacht habe. Und mal gucken, ob ich die noch mache oder nicht. Ob ich eventuell Hilfe irgendwie bekomme, weil ja, ich habe keinen Bock, gegen die so zu kämpfen. Muss ich sagen. So, na gut. Ich habe leider nicht sehr viel, was ich so machen kann. Das ist sehr doof. Ich habe leider keine wirklichen Blutfeolen mehr. Also sehr ärgerlich. Alter, du kleiner Stricher, ne? So, er gibt mir Kugeln, das finde ich schon mal sehr nett von ihm. Kleiner Penner. So, mach dich vom Acker, Junge. Alright then. Wir haben ja nun den Schlüssel, um durch dieses Kirchentor zu steigen. Und so wollen wir das auch tun. So, Sackbäume muss ich töten, damit ich von oben kommen kann. Wie ein Adler stürze ich mich hinab. Gucken, geht hier irgendwas? Nee. Die ist immer noch voll am Stissel, ey. Die geht immer noch richtig hart ab. Das Doofe ist, ich darf hier auch nicht zu viel verbrauchen. Okay, der wird jetzt schon pissig. Das ist natürlich geil. Du alte Arschgeburt, Alter. Blitzpapier, ne? Blitzpaper. Blitzpaper ist gut. Werde ich mir auf jeden Fall mal hier rauflegen, weil das werde ich gegen die Dicken da unten definitiv brauchen. Ciao. Ciao. Jetzt fällt der bis da unten hin. Willst du mich verkackeiern oder was? Oh, shit. Ja, nice. Spring nicht weg. Nee. Och, du heilige Scheiße. Okay, ich sollte weg. Oh, scheiß die Wand an. Hilfe. Okay, ich hab jetzt keine Blutfeolen mehr. Das ist jetzt sehr doof. What the fuck, Junge? That's a nice. Okay, das ist vielleicht doof. Ich hasse ihn, ey. Ohne Witz, ich hasse ihn richtig. Okay, das war... Es hat funktioniert. Das leider nicht. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Oh, shit. So. Tot. Fuck. Diese beiden Pissnäcken hauen immer ab, ne? Wie soll ich die auch so schnell besiegen? Ganz ehrlich, ey. So. Jetzt aber kein Thema. Kriegen wir hin. Schnell die Tür öffnen. Warum? Hä? Warum ist... Ich, hä? Wait. Hä?
What the fuck? Was mache ich jetzt mit dem Ding? Fuck you. Okay. Dann warte kurz. Ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Gucken wir mal im Internet. Mandelstein benutzen. Blatteborn. Mantelstrin. Es gibt kein Mantelstrin. Das ist halt komisch. Mandelstein. So. Suchen. Um das Burnworth-Unterrichtsgebäude überhaupt betreten zu können, braucht ihr ein... Was? Lol. Blattbaum-Komplettlösung. So gelangt ihr in einen geheimen Bereich und durchquert diesen sicher. Scheiße. Diesen könnt ihr offenbar erhalten, nachdem ihr Fedeboss-Vikarin Amelia besiegt ist. Man muss Fenster in der Stadt klopfen und es scheint so, als wäre es egal, wo das ist. Manche Leute bekommen den Mannschein in der Hemwick-Knochenstraße, wenn sie es bei der Hütte nahe des Aufzugs probieren. Andere bekommen ihn im verbotenen Wald bei der Hütte na, den Hundezwingern. Es gibt wohl so einige Locations, wo man es probieren kann, aber wie komme ich durch diese verfickte Tür? Große Kathedrale durch die verschlossene Tür kommen. Ist ja zum Kotzen, ey. Das ist das zweite große Gebiet im Bloodborne. Da kommt man manchmal nach dem Stadtzentrum und macht euch mit deutlich robuster und fernvertraut. Ihr findet hier Zugänge und zu zahlreichen anderen Gebieten. Ja, ja, schön. Aha. Krass. Ist ja die Kirche, ne? Wie komme ich denn in diese... Oder ist das die Kirche? Ich weiß es nicht. Danach geht es die Wendeltreppe hoch bis zur Tür und nach dem Zwischensequenz bla 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 zur Kirche. Ihr tretet links in einen Innenhof, wo eine Art Fährmann mit Spazierstock seine Runden dreht. Kein Problem für eure Waffen, auch wenn diese Gesellen schon ein anderes Kaliber sind als die Gegner im Zentrum von Janem auf dem Friedhof rechts hinter einem... Ich will doch nur wissen, wie verfickt nochmal ich weiterkomme, Alter. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht euer Ernst sein, Alter. Okay, Alfred, den kenne ich ja. Den Alfred. Und lauft die Treppe unterhalb des Grabsteins nach unten. Ihr gelangt in eine Kammer voller Statuen und findet links bla bla bla. Den Werf aufstellen. Ja, ja. Ja, da war ich ja schon. Ach Mann, ey. Große Kathedrale. Rechts. Mal gucken, ob ich da irgendwas finde. So. Ja, das ist nicht nur den Weg zum Boss, sondern auch ein fundamental wichtige Gebiete. Auch wenn man im ersten Moment dasteht und keine Ahnung hat, was da von einem gefordert wird. Ausgangspunkt ist die Treppe in Richtung der großen Kathedrale, die
in der euch Vikarin Amelia erwartet, steht ihr vor dem letzten Treppenaufgang auf Höhe des ersten Gegners, der mit einem Holzkreuz angreift, könnt ihr rechts und links davon zwei Wege finden, die weiterführen. Hier die Details. Vor Amelia rechts lang, Weg zur verborgenen Kirche. Es geht eine Böschung hinunter, ihr gelangt über ein paar Stufen auf einen runden Vorplatz mit einem Brunnen in der Mitte und einem Jäger mit einem elektrischen Morgenstern als Waffe. Bla 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 bla. Nutzt den Brunnen in der Mitte als Deckung. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Nachdem von hier zweigen zwei Wege ab, über den linken an der Felswand entlang gelangt ihr auf einen kleinen Felsvorsprung, von dem ihr bereits das Gebiet erblickt, in das ihr euch über den anderen Weg begeben könnt. La 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 la. Außerdem ein kleiner Gnom, anscheinend das Bloodborne-Pendant, bla 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 bla. Denn euch erwartet der sichere Tod. Begebt ihr euch nämlich hinab in die Krypta mit dem blau schimmernden Gefäß in der Mitte, ergreift euch ein riesiges Tentakelmonster. Sobald ihr euch die Tür nähert und zerquetscht euch, haltet euch davon fern, die Tür ist vorerst eh verschlossen. Zumindest bitte den Schlüssel-Item namens Mandelstein besitzt, das bekommt ihr im Gebiet um die Hemwick-Knochenstraße herum. Ihr müsst dort den Boss besiegen und dann an der Hinterseite einer Tür. Damit in der Tasche geht ihr erneut in die verborgene Küche und lasst euch von dem Vieh. Ach so. Aha. Na gut. Dann, so. Ja, kannst du mal kicken? Ich bin tot. Nee, doch nicht. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Wir sind hier nicht bei Star Wars, ja? Mit der armen Frau. Witzig. So. Scheiß Schule! So. Dann wollen wir mal weitergehen. Warum habe ich 7550? Nee, ist egal. Einfach nicht fragen. Was für eine Freude ist es, das Göttliche zu erblicken. Es muss ein solcher Genuss sein. Ihr steht in meiner Schuld, wisst ihr? Ihr seid beinahe eine wilde Bestie. Aber jetzt seid ihr hier und tanzt mit den Göttern. Cool. So, gut. Dann ist das ja alles supi. Dann rede ich nochmal mit ihm. Sind eure Füße so langsam wie euer Ver... Oh, hört auf zu zittern. Wagt den Schritt. Na gut, mehr hat er mir anscheinend nicht zu erzählen. Was ist denn hier? Ich höre auf jeden Fall Geräusche. Naja, wir werden mal alles so ein bisschen abklappern, gucken, was hier so geht und was nicht, ne? Ich habe aber auch keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Also, zwei Bosse, okay. Die weiß ich. Noch so ungefähr. Aber das war's dann auch schon. Gibt's hier Items? Nö. Ah, da hinten. Ups. Alter, was bist du für einer? Mr. Gummiarm, ey. So. Meine Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt. Ihr seid alle scheiße, ich bin toll, tschüss. So, das war eine Vorlesung. Da kriegen sie jetzt alle eine 6. Aber ist ja auch klar. So, jetzt bin ich einmal durchgelaufen. Cool. Wie
Ich glaube, diese Viecher tropfen von der Wand, ne? Oder so. Naja. Kann ich die Tür öffnen? Da kommen sie, weißt du, die ganzen Studenten-Bitches, ey. Weg. Bam, direkt ein paar damit. What the fuck? Wie viel habe ich denn bekommen, ey? Na? So. Warum lebst du noch? Geh weg. Schlaubs hackt. Meine Damen und Herren, wir sind heute hier. Ihr seid, ach, ihr seid alle scheiße. Ja. Wir machen es kurz. Huch. Er hat noch gebannt gelauscht. Er ist gut. Er kriegt eine 2. Aber die anderen, ne. Die anderen sind alle scheiße. Eine Kiste. Nehme ich mal mit. Auge von hier. Ist das nicht auch wieder so ein Teil? Ebritas teilweise herbeirufen. Okay. Gut, dann war ich über. Ich könnte mit den 20.000 jetzt eigentlich auch mal zurückgehen. Ah, nein. Nein, nein. Da ist aber schon der Direktor drin. Oder auch nicht. Oh, Sex. In der Schule. Ist ja unglaublich. Alter, was zur Hölle? Warum? Ey, ganz ehrlich, ne? Das Verstärken der Waffe ist ja richtig behindert. Wie kann das sein, dass sie jetzt schon wieder gefährdet ist? Ich hätte vielleicht doch zurückgehen sollen. Kacke. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja voll runtergesetzt, die Scheiße. So, ja, muss ich ja. Ich muss ja meine Waffe wieder reparieren, ey. Alle 5 Sekunden. Die hat schon mal länger gehalten. Die ersten 20 Folgen habe ich die, glaube ich, nicht einmal repariert. Oder vielleicht 15 oder 10 oder so. Aber jetzt muss ich ja jede zweite Folge muss ich reparieren gehen. Das ist ja voll der Rotz. Nee, nicht verstärken, reparieren, Mann. So. Vom Rest gehe ich jetzt leveln. Nee, gehe ich doch nicht. Nee, warte mal, ich hole mir nicht zu viel. Ich hole mir mal 16. Ich glaube, das ist okay. Ja, passt schon. Ich glaube tatsächlich, für ein Level reicht es gar nicht mehr, ne? Würde ich mal behaupten. Nee, ha, reicht nicht. Alles klar. Läuft. Ist das ein DLC? Keine Ahnung. Dudes, ich weiß es nicht. Handgelenk des Weisen, besonderes Modell für ein Ritual des Heiligen Kelchs, ein Körperteil eines Heiligen geopfert, um den Heiligen Kelch herbeizurufen und alle zu töten. Ah, ich muss erst hoch. Alles klar.
Hättest direkt sitzen bleiben können, das wäre besser gewesen. Arschkrampe, ey. Also ich könnte hier runterspringen, aber ich könnte natürlich auch hier so lang gehen. Und aber nö, nö. Bleielixier, geil, 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 das wollte ich haben. Huch. Ach so, das war so ein Teil. Huch. Ah, das wird mich am Arsch hier. Dann halt nicht. Alter, wo geht's denn? Hier weg. So, stirb. Kackviecher, die nix droppen, ey. Hasse ich ja auch, ne? Was ist denn da für ein cooles Licht? Bimmel, 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 bimmel. Oh nee. Kannst du knicken? Och, komm schon, Alter, noch einer. So. Mann, da komme ich nicht durch, so ein Kack. Alter, der kann mit seiner Waffe viel schneller schlagen als ich. Voll doof. So. Meine Güte, ey. Noch ein Bleielixier, super. Na Mensch, da, huiuiui. Freue ich mich. Ist auf jeden Fall in der Nähe. Ach, komm schon. Meine Fresse, Alter, was ist denn das für ein Vieh? Ist ja richtig krank drauf. Oh, geht doch. Im Schutze der Steine läuft's. Naja, die kann ich von hier unten leider nicht treffen, aber es macht nichts. Ich gehe einfach hier lang. Es ist vielleicht nicht so klug, da einfach hinterher zu rennen. Ey! Blöd oder was? Ich glaube, es hackt.
Okay, es interessiert ihn nicht. Ist kein Problem. Au. Okay, ich bin fast tot. Da, du kleiner Penner, jetzt. Oh. Na, bist du doof? Da ist er doch. So, ciao. Ich glaub, sackt, Alter. Oh, oh. Okay, ich bin tot. Alter, auf das habe ich... Ach man, ey, auf das Gebiet habe ich gar keinen Bock irgendwie. Das ist schon wieder so ein Gebiet, was mir... Das ist mir viel... Das ist für mein Hirn zu viel, ne? Da habe ich auch irgendwie... Ach man, ey. Hm. Das heißt, ich weiß nicht, wo... Als... Das Blöde ist, ich habe jetzt nur die Möglichkeit, ja? Ich kann nach Bergenworth zurückgehen, versuchen gegen das Vieh zu kämpfen, gegen die Spinne. Ich könnte nochmal ins Gefängnis gehen und versuchen, gegen das Blitzvieh zu kämpfen. Oder ich mache das, weil ich nicht weiß, wo es sonst weitergeht. Und auf alles davon habe ich irgendwie keinen Bock. Zumindest alleine nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich irgendwie die Möglichkeit, mir da Hilfe zu holen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt erstmal bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.